Wunderschön. Ich hoffe, man hört mich so. Ich habe mir gerade mein Mikrofon ein bisschen umgesteckt. Ja. Test, Test. Okay. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen mal direkt weiter. Und zwar steht einiges auf, also, was tue ich hier gerade? Zum einen wollten wir jetzt den Weg machen zu unserem komischen Dingsterle, Bimsterle. Und dann wollten wir, muss ich kurz überlegen. Genau, bei dem Lager, da wollte ich noch was machen. Und zwar hatten wir da jetzt die Knöpfe gemacht. Es ist Montag, das heißt, ich habe heute früh Backup gemacht. Mal gucken, ob der, ne, ob die Schaltung jetzt noch aktiv ist, also unsere Mesekon-Schaltungen. Ja, wir sind pausiert. Geilomato, das heißt, wir können jetzt testen, ob unsere Schaltung funktioniert. Wobei, nein, machen wir noch nicht. Weil ich habe mit dem Schalter noch was vor. Der läuft einfach da, okay. Und zwar würde ich die Schalter gerne hier auf die Innenseite verlegen. Macht Sinn, weil wenn wir hier in den Kästen stehen und sehen, es geht nichts rein, können wir gleich direkt hier auf den Schalter klicken. Klick, ne? Und müssen nicht erstmal rausgehen und müssen hier auf den Schalter klicken. So meine Idee. Ja, die Schaltung ist auch angehalten. Sehr schön. Ich hatte nämlich nach unserer letzten Aufnahme, hatte ich den Server mal selber neu gestartet gehabt. Und, oder war das sogar noch in der Aufnahme? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, und bei dem Server Neustart, obwohl die Typs leer waren, war die Schaltung danach weiterhin aktiv. Ich habe dann auch privat mindestens noch einmal neu gestartet, also insgesamt zweimal. Auch da war die Schaltung immer noch aktiv. Das heißt, ich schätze mal, normalerweise bleibt die Schaltung über, also bleibt Mesekon auch über einen Neustart hinweg aktiv. Nur wenn der Server über längere Zeit ausgeschaltet ist, weil während ich mein Backup mache, sind die Server ja für eine Viertelstunde down, weil einfach mein Laptop eine Viertelstunde braucht, um alle Sachen zu backuppen. Und ja, jetzt sieht man es, nach dem großen Backup wieder ist ja alles tot. Also scheint das tatsächlich damit irgendwie zusammenzuhängen. Es kann natürlich auch sein, dass es damit zusammenhängt, dass ich nach dem Server-Neustart immer direkt wieder on gegangen bin. Und der, wenn ich Backup gemacht habe, war ich ja dann danach längere Zeit nicht on. Das heißt, kann auch sein, dass die Kombi mit Neustarten und dann längere Zeit nicht on sein. Dass das auch funktioniert. Weiß ich nicht, woran es liegt. Aber soll in Zukunft ja auch egal sein. Denn genau dafür sollen wir ja diese Schalter haben. So, jetzt müsste, wenn ich hier um Schalter ranbaue, müssten die hoffentlich direkt connected haben. Perfekt. Perfekt. Sehr schön. So, das heißt, ich klicke jetzt einfach mal auf die Schalter. Klick. Und klick. Und jetzt, tada, geht die Anlage wieder. Ui. Perfekt. Unsere Aufwärtsschaltung funktioniert. Ach, ich liebe digitale Schaltungen. Da bin ich voll in meinem Element. Gut. Das heißt, unser Lager ist soweit komplett fertig. Ne? Wenn hier was nicht funktioniert, klicken wir einfach. Ich könnte natürlich jetzt auch hier unten rum eine Verbindung legen und beide Schaltungen mit einem Schalter reaktivieren. Aber ganz ehrlich, wenn die anderen sowieso schon getrennt sind, dann behalten wir diese Trennung dieser beiden Anlagen auch strikt bei. Erstens ist es so symmetrischer und zweitens bietet es sich halt einfach an. Genau. So, das war das eine. Und jetzt, wie gesagt, wollten wir erstmal hinten gucken, wie wir den Weg weitermachen. Die Felder sind alle schön gewachsen.
nebenbei noch irgendwas, was wir noch machen wollten? ZBK Kaffee zum Beispiel. Hier war bereits alles drinne. Hier ist auch alles drinne. So, bloß noch Kaffee. Kaffee ist auch schön gewachsen. Sehr gut. So. Und hinten ist auch alles fein. Wie gesagt, wir haben jetzt sogar noch ein paar Felder frei. Oh, auch sehr schön gewachsen hier. Wir haben hinten sogar noch ein paar Felder frei. Ne? Zwei große Flächen und eine kleine Fläche da vorne. Das heißt, wir sind sogar noch zukunftssicher, was Anpflanzen von weiteren Sachen angeht. Ja, hier können wir jetzt immer schon lang gehen und über die Sachen pflücken. So wie im echten Garten. So ist das schön. So ist das fein. So werden wir alle König sein. Okay, so und hier soll der Weg dann weitergehen. Jetzt ist die Frage, kann er 1:1 so weitergehen oder ist hier hinten irgendwas, was schlecht ist? Nö, sieht hier eigentlich gut aus. Da kommen wir direkt hier vorne schön auf den Strand. Ist doch geilo, Mato. Ich würde hier aber gerne noch den Sand abtragen, weil hier mit hochgehen und dann geht es hinten wieder runter, macht halt absolut keinen Sinn. Jetzt wäre die Frage, machen wir also Alternative 1, was ich mir halt, ne, was halt sich anbietet, die Erde hier als Kuhle quasi abtragen, dass wir uns quasi eine Schneise durch den Berg bauen. Oder aber andere Möglichkeit, wir bauen uns einen Tunnel durch den Berg. Von der Höhe her würde es zwar gerade so reichen, aber man kann ja hier dann wieder ein bisschen aufschütten, ne? Ich würde fast sagen, wir machen zweiteres, das mit dem Tunnel. Haben wir hier so schönen kleinen, ne, so kleinen schönen Dingsbumster. Dann machen wir das so. Das heißt, wir brauchen eine Axt, auf jeden Fall eine Schippe und eine Spitzhacke und viel Holz. Ich würde also vorne den Strand, dieses Dingsbumster, was wir da hinbauen, wäre halt sinnvoll, das aus Dschungelwut zu machen. Oh, guckt euch das alles an hier. Wunderschöne Beete. Das alles aus Dschungelholz zu machen. Jetzt natürlich die Frage, ob das wirklich so gut ist wie in meinen feuchten Träumen. Ah, hier ist auch alles mittlerweile ein bisschen gewachsen. Gute Frage. Doch, ich glaube mal, Dschungelholz, also das wäre ja das hier, so wie das hier, ne? Das sollte eigentlich passen. Da machen wir das Ganze auf Dschungelholz, dann fällen wir uns da hinten einfach mal einen großen Baum. Und dann gucken wir, oh, die Tür ist offen. Dann gucken wir mal, gucken wir halt einfach mal. Was wir auch machen könnten, wäre hier mal das Lager ausräumen, mal die Sachen endlich mal in die dafür vorgesehenen, ne, also das, was hier drin ist, ins Lager schmeißen. Beziehungsweise auch das, was hier hinten in der Kiste drin ist. Das hier. Würde sich tatsächlich endlich mal anbieten. Ich meine, wir haben ja jetzt ein Lager. Oh ja, mal gucken. Irgendwann mal werden wir das machen. Jetzt, wo wir das Lager haben, kann das Lager auch ungenutzt bleiben. Ach, wir haben bereits so viel Holz. Gut, dann brauche ich keinen Baum fällen. Das heißt, wir brauchen nur eine Schippe, dann nehme ich mal die wir hier noch rumfliegen haben. Wir werden aber definitiv noch, ne, die recht bei weitem für gar nichts Werkzeug. Wo haben. Hallo? Moment mal, bevor wir hier was falsch machen, in den Backpacks gucken. Aha. Und wir müssen auch noch irgendwo eine Axt rumliegen haben. Aha. Sehr schön. Okay, ganze Scheiße mal rausräumen. Das hier ist unsere Zufluchtstasche. Der ganze Kack kann raus. Das hier kann auch alles raus. Okay, mir passt gar nicht mehr. Ja, die Schippe bleibt mal da. Die Schippe kann ich eigentlich auch hier mit reintun, ganz ehrlich. Schippen kann man immer gut gebrauchen. So, was wir tun, reinräumen.
Das heißt, du kommst rein, 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 du kommst rein. Ich glaube, wir räumen erstmal den ganzen Scheiß hier raus und kommen jetzt ins Lager rein. Das ist ja hier. So, hier unten ist alles, was mit Holz zu tun hat. Da kommst auch du erstmal wieder rein. Sorry. Damit einfach mal ein bisschen übersichtlicher bleibt. Hier kann jetzt der ganze Schund dann rein. Und hier oben kommt jetzt das rein, das rein, das rein. Das kommt hier mit rein. Das kommt da mit rein. Das kommt da rein, das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein, das kommt da rein. Und ja. Dann würde ich mal sagen, ich brauche eine leere Tasche. So, wir fangen einfach mal an auszuräumen. Das heißt, der ganze Scheiß kommt raus. Dabei kommt auch der ganze Scheiß mit raus. Dann kommt der ganze Scheiß raus und wird uns hier voll. Da bin ich ja mal gespannt. Das ist normaler Sand, ne? Genau, ganz normaler Sand und von ganz normalem Sand, doch, da haben wir noch einmal und, na gut, okay. Ja, komm. Alter. Ich war gespannt, ob dafür überhaupt die Dwarver reichen oder ob wir... Siehst du, wir machen uns gleich mal so ein Upgrades. Upgrades. Welche gibt es denn alle? Obsidian können wir machen. Ich meine, Obsidian ist so, brauchen wir halt nicht für nichts anderes. Und ist halt auch relativ gut. Diamant haben wir einfach noch gar... Wir haben Diamanten? Wow. Ne, keine gute Idee. Und Eisen ist auch gerade mal zweifach. Ist, also, ne? Obsidian ist halt einfach das Sinnvollste von den Low-Level-Dingern. Da bräuchten wir halt aber erst ein bisschen Obsidian. Okay, das heißt, wir gehen erstmal. Wir machen jetzt erstmal unsere Taschen leer. Wenn es reinpasst. Und dann machen wir tatsächlich mal direkt ein paar Upgrades für unsere Dwarver. Weil ich weiß, wie gesagt, gerade nicht, wie viel in so eine Kiste reinpasst. Weil in eine Kiste passt normalerweise so viel rein, wie in ein, wie in eine normale Kiste. Das heißt, das, was wir jetzt allein im Inventar haben, sollte so eine Kiste quasi schon komplett voll machen können. So, du kommst da hoch. Du nach da, 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 du nach da. Also wir können natürlich auch so machen, dass wir hier immer einen ganzen Schrank benutzen, weil hier kommt sowieso kaum was rein an verschiedenen Sachen. Ich meine, das Lager soll ja wirklich nur für die Sachen sein, die wirklich en masse anfallen. Und da ist ja eigentlich bloß Erde, Gravel, Gestein und Sand. Mehr gibt es ja nicht. Weil die Blätter, die will ich hier nicht reinmachen. Und das ist quasi das Einzige, was noch wirklich massenhaft anfällt. Aber wie gesagt, die Blätter will ich nicht hier haben. Weil die Blätter, die will ich direkt bei den Öfen haben. Da, wo die halt auch gebraucht werden. Immer. Von daher. Ah, siehst du? Schon halb voll. Genau. Ja. Das heißt also, es passt wirklich genauso viel rein wie in eine Kiste. Was ja auch logisch ist irgendwo. Das heißt, hier machen wir jetzt den Zuckersand rein. Guck mal hoch hier, du. Oh, Alter. Hallo? So, bin ich schneller so. Easy. Oder macht er sich schräg da drunter? Oder da? Oder da? Oder da? Okay, wir machen es zumindest ein bisschen moderat. Das heißt, hier unten kommt Zuckersand hin. Kommst du weg, kommst du weg, kommst du weg. Hier kommt, jetzt muss ich überlegen. Genau, hier oben kommt dann dieser Dessertsand hin, wobei davon haben wir auch gar nicht so viel. Ach, ich weiß nicht. Die Sache ist, für jedes Abteil ein ganzes und 6er Pack ist halt
total overpowered. Das brauchen wir nicht. Da wollten wir lieber ein paar Upgrades. Aber wir können es jetzt zumindest so machen, dass wir sagen, okay, immer zwei nebeneinander ist der gleiche Typ oder drei übereinander sind der gleiche Typ. Das Ganze zumindest ein bisschen zwar viel aussieht, aber jetzt nicht total verschwendet ist vom Platz her. Scheiß die Wand an, wir machen sie erstmal rein. Umsortieren können wir später immer noch. So. Stöcker bleiben erstmal draußen. Packe ich hier aber rein. So, Feierabend. Gut, dann wie gesagt, gehen wir mal auf eine Höhlentour. Und in unsere große Mine rein. Da hatten wir ja Lava gefunden en masse. Wir müssen das quasi nur abschöpfen. So, Upgrade. Wir brauchen viermal Mese für ein Upgrade. Gott, braucht man viel. Ach du Kacke. Okay. Na gut, das ist natürlich dann, ne? So, ich hätte gerne wenigstens, na sagen wir mal. Ach komm, wir machen einfach ein bisschen Mese, ne? Kann ja nicht schaden. Dann würde ich mir aber gerne erstmal gucken, was davon wirklich schneller ist. Wir haben ja ne, Dia und Regenbogen und eigentlich müsste Regenbogen schneller sein. Ich weiß aber nicht, ob das A immer zutrifft und B, ob es überhaupt zutrifft. Ich würde mir auf jeden Fall gerne mal den Kasten hier mitnehmen. Dankeschön. So, dazu brauchen wir natürlich auch noch den Hammer. Hammer. Den Hammer. Hammer. Hallo. 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 Was ist unser wunderschöner Hammer? Hallo. Was soll der geht nie ab? Wo ist der Hammer? Hat er den aufgebraucht gehabt? Kann das sein? Ist das möglich? Folgt mich vor. Also gut, jetzt. Gut. Also, wie man sieht, sieht man keinen Hammer. Dann müssen wir es halt einmachen. Jo. Da brauche ich Holzdings bei uns da. Hätten wir doch ein paar im Inventar gelassen. Kann ja mal passieren. So, 1, 2. Dankeschön. So. Nein, erstmal kommst du da rein und. Ja, damit. So, da. Ach, scheiße. Ja, jetzt habe ich das gerade mit dem Dampfer mal verwechselt. Du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da und du kommst nach da. Perfekt. So, na dann, ab in die Halt. Essen nicht vergessen. Nehmen wir einfach ein paar Brote mit. Die Sache ist, nur Brote ist halt relativ, ne. Aber wir nehmen mal ein bisschen. Also ein bisschen Brot nehmen wir mit. Ach. Wir machen ja erstmal unsere Schokolade alle, ganz ehrlich. Eh keiner. So. Dann heißt es jetzt einmal hier reingehen und gucken, wo die Lava ist. Upsala. Was ist denn hier los? Achso. Da hinten war Lava, oder? War da einfach nur eine Mine. Ach doch, hier genau, hier war das, wo es so weit runter ging. Da unten war zwar auch irgendwo Lava, aber das ist mir zu weit. Da sind wir, wenn wir den unteren Lava-Tempel suchen, schneller. Geronimo, da ist es, da war's doch. Halt, hoch mit dir. Ich stelle vor. Oh. Ellos, Lavaros, Obsidianus. Die Frage ist, von wo bauen wir das ab? Wir hätten doch die Wassereimer mitnehmen sollen, ne? Ja.
Ist jetzt nicht so gut gelaufen. Gut, hier können wir abbauen. Okay, das geht schnell. Ja, okay, Regenbogen ist definitiv schneller. Warum züchtest du hier, wenn hier gerade gar keine Lava war? Okay. Scheinbar ist hier letztens doch gar nicht alles erstarkt. Aha, da ist Lava. Und es wird dunkel. In Berlin, Berlin und Brandenburg. So, kommt mal weg hier. Du auch, du auch, du auch, du auch, du auch, du auch, du auch. Habe ich gerade eine Kerze abgeschlagen? Nö. Es wird ja einfach so dunkel auf einmal immer. So. So, warum hat das Eisen mitgenommen? Bin doch bekloppt, ey. Von Obsidian besessen, ja na klaro. Ist ja geiles Material. So, gleich ist unsere Regenbogenspitzhacke hin. Das heißt, wir sollten mal vorsichtshalber ein bisschen reparieren. Kein die Axt eigentlich auch gleich reparieren. Ach komm, warum nicht? Nee. Nur die. Dankeschön. Das züchte ich immer so, wenn drunter auch noch direkt Lava war und die auch mitgefriert, weil Baum. So, hier ist überall Lava, ne? Ah, ne, dann Fackeln. Okay. Achso, hier war so eine ein Block dicke Lavaschicht. Interessant. Oh. Das ist nicht so interessant, das ist eher böse. So, das nehmen wir auch noch mit. Dann sollten wir erstmal genug Obsidian haben. Geht ja doch wesentlich schneller als ich dachte. So, sehr schön. Dann haben wir erstmal eine Handvoll Obsidian. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Das Ding hätte ich jetzt beinahe vergessen. Vor allem ist halt grau in grau. Das hätte ich auch nie wiedergefunden, mal ganz davon abgesehen. Ist hier noch was drin? Nö. Okay. Kann auch hier unten bleiben, statt keinem. So, müssen wir jetzt mal wieder hoch. So, wie viel Obsidian haben wir? So, Alter, 60 Obsidian. Hallo, hakt's mit? Hakt's bei euch? Ich nehme dann mal noch ein Obsidian mit, weil, ne, dann können wir daraus gleich direkt eine gerade Anzahl an Dorf, also keine gerade Anzahl an Dorfern, aber eine ganze Zahl an Dorfern machen. Ist ja gerade das einzige, wofür wir dann brauchen. So, guck mal damit. War das klar oder war das klar? Das tue ich hier gerade. Ah genau, mach einen Stein draus. Kann ich doch wieder die Fackel hinmachen. Ja, ich mache dich mal nach da. Das ist jetzt ein bisschen heller. So, auf los geht's los. Können wir uns 15 Upgrades bauen. Ist doch eine geile Sache. Und hier haben wir noch ganz viel Obsidian. Vor allem, wie schnell wir das abgebaut bekommen. Halleluja. Also die Regenbogenachse, ich meine, wie gesagt, die hält halt leider kaum. Die geht ultra schnell kaputt. Aber, dafür ist die aber auch, ne, was Ausbeutung so angeht, scheiße schnell. Ja, ich soll mal hier ein bisschen Eisen mitnehmen, weil wir jetzt durch die ganzen Hammers auch relativ viel Eisen verbrauchen. Ich hätte mir Fackeln mitnehmen sollen.
wäre so sinnvoll gewesen, dass ich das natürlich nicht gemacht habe. Vor allem darf ich jetzt hier im Dunkeln nicht so viel rumrennen. Vor allem nicht so weit wegrennen. Wegen Waldmonster-Alarm. Warum ist der denn voll? Da unten wird's hell. Ach lol, da geht die Dinge und hier lang. Kann das sein? Schau, die Welt ist klein. Und ich will Licht haben. Habt ihr keine Fackel oder sowas? Ach so, scheiße. Dann wird es auch wieder hell. Oh oh. Ja gut. Eine Ringbogen-Axt weniger. Spitzhacke. Die halten echt nichts aus. Ich meine, okay, die war schon lidiert, aber die war noch zum Viertel gut. Und wenn man bedenkt, wie wenig Steine wir gerade mal abgebaut haben. Na gut. Damit können wir uns wenigstens wieder zwei neue Hammer leisten. Aber trotzdem. Regenbogen AD. Was ist denn hier los? Was hat das zu bedeuten? Warum fehlt da was? Verstehe ich gar nicht. Können wir sprinten? Ne, können wir nicht. Ah, das dauert ja aber. Langweilig. Ja. Gibt es hier Eisen? Nee, ne? Hier hatten wir schon alles rausgesucht. Also, hier da hinten ist nur ein bisschen Eier. Wie gesagt, das ist halt immer nur so ein paar kleine Klecklinger-Dinger. Lohnt sich nicht wirklich. Weil das Witzige ist, im echten Minenschacht, da gibt es ja auch so eine Fahrstuhl, die runtergehen. Ich meine, wir haben jetzt den Leiter, aber wenn man sich das mal vorstellt, dass hier wäre ein Fahrstuhl. Und das Witzige ist, wenn man in so einer richtigen, weiß nicht, Kupfermine oder sowas ist, die wirklich ein paar hundert bis tausend Meter unter dem, ne, Oberfläche ist, das dauert halt auch im Echten. Da sitzt das wirklich im Fahrstuhl und fährt erstmal eine halbe Stunde hoch. Oder runter. Da kannst du nicht einfach mal so runterfallen und dann... Ja, keine Ahnung was. Da bist du genauso aufgeschmissen wie wir jetzt gerade. Einfach warten, bis man oben ist. Da oben ist ja schon das Ende. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Und eine Wolke. Scheiß Wolken. Ich hasse Wolken. So, sehr schön. Ja, wir brauchen eine Spitzhacke. Mache ich jetzt aber noch nicht, weil ganz ehrlich, wir haben hier noch Spitzhacken. Dann brauchen wir die erstmal komplett auf, solange wir sie komplett weg sind. Genau. Und dann machen wir jetzt irgendwann mal nochmal eine neue Regenbogenspitzhacke. Wobei ich auch ich glaube mal, ne, so für einen normalen Einsatz werden wir wahrscheinlich dann doch auch die hier nicht so abschwören, sondern bei denen eher tatsächlich bleiben. Weil ihr sagt, Regenbogenspitzhacke, die ist halt übelst schnell und für so normale Kleinarbeiten viel zu schnell. So, was können wir hier noch gleich mit rausschmeißen? Okay, also erstmal suchen wir alles das zusammen, was wir jetzt brauchen, um die um den Tunnel zu bauen. Das heißt, wir wollten eine Schippe mitnehmen, noch eine Schippe mitnehmen, wir wollten die Axt mitnehmen, um die Bäume da auch ein bisschen wegzustutzen. Essen, Schrauben, den brauchen wir nicht, den packe ich gleich mal in die Kiste rein. Den können wir bei The Way auch mal reparieren, wobei, nee, den zu reparieren lohnt sich nicht, der kostet gerade mal ein Eisen. Also, jetzt mal, ne, also man muss ja nicht übertreiben hier. Was wollte ich mitnehmen? Axt haben wir, Schippe haben wir, Holz haben wir nicht Holz bekommen? Ja, dann Holz. Hallo? Ach ja, hatte ich ja wieder zurückgepackt. Du wolltest raus. Was ist da? So. Das Eisen kann zurück. Die Dwarver, da brauchen wir erstmal so eine Temp. Stimmt, genau, ich war gerade dabei, Dwarver zu bauen. Alter, ich mach schon wieder hier 10.000 Sachen gleichzeitig parallel. Mach die nächste Folge weiter. Bis dann.